Wir gehen immer mehr aufs Ende der Road to Division 1 zu. Und da, damit heiße ich euch willkommen zu Part Nummer 9 schon. Wie ihr sehen könnt, haben wir schon 12 Punkte geholt, brauchen nur noch 21. Sprich, wir brauchen im Grunde nur, in Anführungszeichen, noch 9 Punkte, also 3 Siege. Beziehungsweise 2 Siege und 3 Unentschieden, aber hoffentlich 3 Siege. Natürlich. Und ging gleich los ins erste Spiel. Mit dem Serie A-Team kamen wir gegen dieses Team hier. Liga BBBA mit sehr guten Spielern teils, also sehr schnelle Innenverteidiger da, meistens, also Pepe ist sehr schnell zum Beispiel, Sanchez auf rechts, im Sturm Falcao natürlich ein grandioser Spieler, Modric, ein sehr, sehr gutes Team. Die erste Chance dann hier gleich in der 5. Minute oder der 6. Minute für Muriel, der ist frei durch und scheitert am Torhüter, die muss man eigentlich versenken. Die Chance dennoch noch nicht vorbei, Pepe versucht es nochmal, wird da dann aber abgedrängt. Nächste Chance, ließ dann etwas auf sich warten, Hamsik mit dem Schuss, aber den kann Diego Alves relativ sicher entschärfen. Dann kurz später eine Ecke, wenige Minuten später nur in der 32. Guarin lässt sich da etwas Zeit, bringt den Ball an die Mitte, das Diakite und auch die war nicht so weit vom Tor entfernt. Die nächste Chance direkt wieder für mich, ich jetzt hier klar überlegen. Muriel mit dem schönen Lupfer, aber leider der Abwehrspieler da, der den Ball klären kann, bevor Milito da in Richtung des Balls kommt und ihn versenken kann. Ich hörte nicht auf und machte weiter. Hamsik mit dem Schuss abgeblockt. Dann kommt Pepe aus Spitzenwinkel, umläuft den Torhüter und vollendet ganz, ganz cool aus sehr Spitzenwinkel ins Tor. 1:0 also hier in der 43. Denn das war wichtig. Ich war hier klar überlegen, hatte deutlich mehr Chancen, deutlich mehr Schüsse. Und somit war das sehr verdient. Zweite Hälfte bereits. Nächste Chance. Dieses Mal ist es Hamsik. Und wieder ist Diego Alves da gut dabei und kann den Ball parieren. Mein Gegner nach wie vor gibt keine Chance. Ich permanent am Ball, Milito mit der Schusschance und wieder Diego Alves und aus Spitzenwinkel dann nochmal Muriel. Der Versuch aber geblockt vom Abwehrspieler. Dann beschloss mein Gegner hier zu pausieren, aber das war erstmal irrelevant. Nächste Chance wieder ich, 71. Hamsik mit dem Schuss und die war ganz schön knapp. Diego Alves da sehr, sehr cool. Dann auch mal mein Gegner mit seiner ersten wirklich nennenswerten Chance. Pedro in die Mitte, Benzema und der Ausgleich. Also viel unverdienter kann man nicht ausgleichen. Ich wirklich haushoch überlegen, dennoch mein Gegner hier mit dem Tor. Dann wieder ich, Muriel, und diesmal kann Diego Alves zum Glück nichts machen. Trotz seiner sehr guten Leistung bislang kann er hier den Ball nicht parieren. Und somit hämmert Muriel den da ins linke Eck, ins Kurzeck, dass er bei FIFA so gefährlich ist. Dann Falcao, und gut gehalten von, nicht Wiese, sondern von Frei. Frei ist er, genau. Der da schön eingreift. Die anschließende Chance direkt nach diesem Angriff, die Konterchance. Muriel dribbelt sich hier durch. Wunderschöner Pass auf Hamsik. Der ist jetzt im Grunde frei durch. Legt rüber, wird dann gelegt. Und das muss den Freistoß geben. Ist eine klare Angelegenheit. Gibt die gelbe Karte für Fabio Contrao. Klare Sache. Wird da nach seinem Pass noch umgelegt. Das kann man hier nicht mehr sehen, leider. Aber war eine klare Angelegenheit. Dann der Freistoß für Pepe. 24 Meter. Die Distanz hat er drauf. Und auch der alles andere als ungefährlich. Leider knapp neben das Tor. Dann nochmal die Ecke, 88. Minute bereits, Diakite mit dem Kopf und die Entscheidung. Schöner Kopfball, Unterkante Latte, der geht nicht mal richtig ins Tor, sondern nur hinter die Linie. Allerdings dann doch relativ deutlich hinter der Linie. Und somit die Entscheidung hier eigentlich, denn sonst konnte hier nicht mehr so viel passieren. Mein Gegner direkt im Anschluss allerdings an dieses Tor mit dem Abstoß und mit seiner Chance. Schöner Pass auf Falcao, der allein ging frei und da ist er dann ganz cool, der 88er Stürmer mit seiner, Gott, über 90 Abschluss vermutlich. Dennoch, das Spiel noch nicht vorbei. Vidal nochmal mit dem Schuss. Aber die war dann noch relativ knapp auch. Das Spiel endete dann 3:2. Die Tore von Diakite, Muriel und Pepe auf meiner Seite. Auf meiner gegnerischen Seite Benzema und Falcao. Benzema, der zwischenzeitlich für Higuain eingewechselt wurde. Somit standen uns also 15 Punkte zu Buche nach 5 Spielen. Sprich also nur Siege bislang. Und so ließ sich das doch fortsetzen. Nächstes Spiel ging es dann gleich wieder rein. Wieder mit dem Serie A-Team, weil es so gut geklappt hat. Noch einmal aufs Neue. Dieses Mal kamen wir gegen einen, ja, doch relativ kreativen Namen. Bayern Never Losen. Sprich, er will damit andeuten, dass er nie verliert. Das wollten wir natürlich ändern. Er jedenfalls hier mit einem Gold- und Silber-Team. Mit einigen sehr guten Spielern da. Greco und dieser Portugiese, der auf jeden Fall einen sehr guten Schuss hat. Fetfazidis, El Yunusi, Owusu Abey, also ein starkes Team da. Mit sehr guten Spielern. Erste Chance für ihn gleich. El Yunusi, aber da ist natürlich frei auch noch da und kann gut parieren, indem er da solide rauskommt. Die anschließende Ecke bringt Gefahr ein. Fetfazidis in die Mitte und da ist Gamberini, aber geklärt vor der Linie noch. Dann ist die
Garibia auf der linken Seite. Die schnelle Konterchance. Dribbelt sich da etwas lang. Dann der Superpass, das Superauge für Muriel. Der mit seiner Schnelligkeit. Und was für ein Schuss, aber leider nur Zentimeter am Tor vorbei. Schade, schade. Die hätte durchaus ein Tor verdient gehabt. Dann mal Hamzik aus einer relativ großen Distanz und auch relativ spitzen Winkel. Dafür ein sehr, sehr guter Schuss. Nächste Chance. Und die muss eigentlich drin sein, Arturo Vidal. Die kann man auch mal machen. Schöne Flanke von ST Garibia. Wieder so ein schöner Pass. Dieses Mal Milito mit der Chance. Milito. Und auch die muss eigentlich drin sein. Also Chancen über Chancen hier. Leider konnte ich die FVS nicht nutzen. Die anschließende Ecke, weil der Torhüter noch gehalten hatte. Auf den Kopf von Gambarini. Und auch die ziemlich knapp eigentlich, wenn auch nicht so knapp wie manch anderes. Wieder kurz später eine Ecke. Guarin bringt sie diesmal in die Mitte. Schöner Ball. Ogbonna da. Und da kann Marchetti gerade noch so seine Füße schließen und den Ball parieren. Dennoch nochmal Milito. Und das 1:0 in der 30. durch Diego Milito, der den Ball da, der den Abpraller schön annimmt. Und dann ins lange Eck vollendet. Dann wieder nach einer Ecke die Aktion. ST Garibia mal mit dem starken linken Fuß mit dem Schuss, aber gut gehalten. Gambarini, dann Traumpass mit der Außenseite auf Milito und der Lupfer. Und das war schade. Die hätte sicherlich ein Tor verdient gehabt, denn das war super gemacht. Somit ging es also mit 1:0 zur Halbzeit gegen Bayern Never Losen. Klar belegen auch hier wieder 16 Schüsse, 9 davon aufs Tor. Mehr Ballbesitz, eine bessere Passgenauigkeit. Weniger Fouls und alles, also durchaus hier verdient in Führung. ST Garibia dann über linke Seite mit dem Stoß aus spitzen Winkel. Der Schuss von Milito dann, da Marchetti nochmal dran, aber der Ball zum Glück hinter der Linie und somit das 2:0. Dann Marek Hamšík mit viel Platz da auf der rechten Seite. Zieht nach innen, hat viel Platz und gut gehalten von Marchetti, der hier wieder gut aufpasst und den Ball parieren kann. Die Chance noch nicht vorbei, allerdings dann doch letztendlich dann in letzter Konsequenz geklärt nach dieser Aktion. Dann Milito. Schönes Auge für Hamšík, der mit viel Platz. Und da war auch, glaube ich, noch der Torhüter dran und kann den Ball schön parieren. In der 71. dann der Einwurf. Pepe mit der Flanke. Da ist ST Garibia völlig frei gehalten. Kopfball und nochmal eine überragende Parade von Marchetti, der das hier klasse macht. Dann nochmal Vidal abgefällt. Und auch die nochmal sehr gefährlich. Drei Chancen hier also im Grunde innerhalb weniger Minuten. Zweimal super gehalten von Marchetti und einmal was anderes. Dann hier mein Gegner mit der Aktion. Schönes Dribbling von Elionussi. Auch ein bisschen schwach rausgeholt vom Torhüter, von meinem Torhüter, muss ich sagen. Aber dennoch das 2:1. Dann Muriel mit der Chance. Und diesmal macht Marchetti seine gute Aktion wieder wett. Für mich natürlich. Indem er hier einen doch relativ schweren Fehler begeht und den Ball ins eigene Tor faust. Dann wieder mein Gegner Owusu Bey mit dem Finesse-Shot, weil mein Torhüter da weit rauskommt. Aber am Tor vorbei. Nochmal ich dann in der 86. ST Garibia, schöner Volley gehalten an den Pfosten. Und dann nochmal ST Garibia aus Spitzenwinkel ans Außennetz. Letzte Chance im Spiel. ST Garibia wieder wunderschön gehalten an die Latte gelenkt. Was für ein Schuss von ST Garibia mit seinem rechten Fuß. Und dann Milito nochmal, aber letztendlich konnte der Ball dann nicht mehr geklärt werden. Denn da ist ST Garibia und vollendet per Kopf, was ja eigentlich nicht unbedingt seine Stärke ist, zum 4:1. So endet das Spiel 4:1, ein durchaus souveräner Sieg. Und somit braucht es nur noch einen einzigen Sieg für den Titel und für den, ja, Erfolg der Road to Division 1 hier mit dem Titel. Das werde ich auch live kommentieren, also das wird nicht so sein wie hier geschnitten in der Form, sondern das wird ein extra Part sein, der live kommentiert sein wird. Wenn euch das interessiert, dann schaut natürlich beim nächsten Mal wieder rein, bei Part 10 dann, beim hoffentlich letzten Part. Bis dann und ciao.